Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zu einem neuen kleinen Retro-Projekt auf dem Kanal. Wir spielen die Fugger 2. Ja, ich war mal wieder auf dem Dachboden unterwegs und da ist mir tatsächlich diese Perle aus dem letzten Jahrtausend in die Finger geraten. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich diesen Titel mal hatte, muss ich gestehen. Also ich wurde erst vor kurzem mal gefragt auf damals in einem Twitch-Stream, ja, willst du nicht mal Fugger 2 spielen? Und ich habe damals noch gesagt, das habe ich gar nicht. Ja, so kann man sich täuschen, ne? Man wird alt und vergesslich. Nee, die Fugger 2, offenbar hatte ich es doch. Ja, und gleich mal die DOSBox gestartet und das Spiel installiert. Die Fugger 2, 27 Jahre inzwischen auf dem Buckel. Ne? Sunflowers hat es damals gepublished, 1996, mein Gott, eine Ewigkeit her. Tja. Was ist die Fugger? Im Endeffekt kann man sagen, das ist so ein bisschen artverwandt mit der Gilde. Halt noch ein bisschen älter, aber auch nicht so wirklich schlimm. Wir starten ein neues Spiel. Man kann das Ganze mit Aufträgen spielen und es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Was ist der Witz an diesen Aufträgen? Also es gibt hier in dieser Verpackung sind so ein Stapel Karten, die man vielleicht auch aus so einem alten Monopoly kennt. Da gab es ja diese Gemeinschaftskarten und so weiter. So im Endeffekt ist es hier genauso. Da gibt es je nach Schwierigkeitsgrad einen Stapel an Karten, wo man verschiedene Aufträge erfüllen kann, erreiche gewisse politische Positionen oder wie auch immer. Also da gibt es verschiedene Ausprägungen. Und das ist dann natürlich auch im Multiplayer interessant. Man kann das Ganze auch im Multiplayer spielen. Wir spielen es jetzt natürlich ohne Multiplayer und wir spielen jetzt auch nicht den Auftrag, sondern wir spielen einfach mal frei Schnauze. So, genau, man kann mit bis zu 6 Spieler gleichzeitig hier spielen. Gut, wir sind der Haubi natürlich, wir sind männlich, zumindest als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war das so, katholisch, jawohl, wir nehmen, was nehmen wir, die blauen, genau, wir nehmen die blaue Farbe und wir nehmen als Hotkey den Buchstabe A. Den Hotkey, den braucht man ab und zu. Zum Beispiel bei Versteigerungen oder sowas kann man mit dem Hotkey sagen, hallo hier, ich, ne? Also wenn man Multiplayer spielt, zu 5, zu 6, dann hat jeder seinen eigenen Hotkey und durch Betätigen des Hotkeys wird dann eben quasi hier diese Person in der Versteigerung mit dem nächsten Gebot markiert. Gut, also wir haben eine Niederlassung in Kronsbach geerbt von unserem Onkel und ja, ja, möge sie euch zu Reichtum und Ansehen verhelfen. Wir sind zufrieden, ja natürlich. Auf geht's, nächster Spieler, der Herr Haubi ohne Amt. Ja, wie man sieht, das Ganze ist natürlich auch keine große Grafikperle. Das Ganze spielt sich hier in 256 Farben. Ich hätte auch ich glaube, 32 oder 64.000 Farben spielen können, aber dann hätte es mir die Auflösung hier total zerlegt für die Aufnahme. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, hier dann doch im guten alten Retro-Style 256 Farben zu spielen, auch wenn es fürs Auge vielleicht jetzt kein wirklicher Genuss ist. Und naja, die Unity oder die CryEngine, die sieht halt dann doch ein bisschen besser aus, aber die gab es damals so noch nicht. Gut, das hier ist unser Amtszimmer. Man kann hier ins Hinterzimmer wechseln, den Spielstand verwalten, man kann die Bezahlung einstellen, zum Beispiel seine Direktoren, Arbeiter, Söldner, Räuber etc. Man kann seine Söldner und Räuber verwalten, wenn man welche hat. Man kann in die Kirche gehen, wie schön, man kann das Geld zum Fenster hinauswerfen, damit beendet man das Spiel. Man kann in die Schreibstube und man kann zum Handelsbildschirm. Ferner sehen wir links oben, wir haben 750 Taler, die wir unser eigen nennen. Wir schreiben das Jahre 1600 nach dem Herrn und ja, dann würde ich sagen, wir starten gleich mal hier auf die Karte. So, das hier ist die Karte. Es gibt hier im Zentrum die Stadt Fürstenbrück und dann gibt es drei, ja, wie soll ich sagen, sind das Fürstentümer oder Grafschaften oder wie auch immer. Das ist einmal hier im Westen, einmal hier im Norden und einmal hier im Osten der Karte. Man kann das Ganze auch grafisch manchmal ein bisschen besser darstellen. Hier zum Beispiel, das ist die Grafschaft Moringen. Das sieht man hier jetzt mit diesem Gelb umrandet. Hier drüben ist dann die Grafschaft Bergenhöhe und hier drunten ist das Auental. Und dieses Konglomerat an Grafschaften nennt sich dann Mittelland. Genau. Also das hier, das Ganze ist Mittelland. So ist es. Gut, wir haben in Kronsbach hier unser, ja, in Patrizia würde man sagen, unser Kontor. Kronsbach selber hat 2500 Einwohner, hat einen Reichtum von 5 Ringen. Naja, das ist so ein mittlerer Reichtum, ist ein Steuersatz von 15, normales Lohnniveau, keine Katastrophe zurzeit. Die Hauptproduktion
Das schließt sich auf Getreide, das wird Fleisch sein und das ist vermutlich Silber. Und die begehrten Güter hier sind, keine Ahnung, was das hier ist. Ziegel wahrscheinlich oder sowas. Das dürfte Wein sein, das dürfte Salz sein. Wenn ich jetzt so mein Handbuch mal rauskrame. Es gibt hier tatsächlich ein Handbuch dazu. Was könnte das jetzt sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Moment, ich muss kurz stöbern. Vielleicht finde ich da ein Bild im Handbuch. Ja, jetzt ist er wieder gut vorbereitet. Ich weiß. Ah, okay. Das ist Holz. Holz ist das hier, meine Damen und Herren. Ja, gut. Also Holz. Gut. Ja, wir sollten erstmal schauen, dass wir ein bisschen zu Geld kommen. Deshalb gehen wir in unsere Produktion in Kronsbach. Hier haben wir zwei Slots zur Verfügung. Wir sehen, wir können momentan nur Getreide und Wolle produzieren. Die anderen Waren sind für uns noch gesperrt. Das hat mit unserem geringen Ansehen zu tun. Wir ernten Korn. Das optimale Verhältnis bei Korn zwischen Arbeitern und Feldern ist laut Handbuch 5 zu 1. Ja, es lohnt sich also, das Handbuch zu lesen, denn da gibt es einen Anhang, wo das optimale Produktionsverhältnis dargestellt wird. Manch einer würde das heutzutage als Cheaten ja, bezeichnen. Ich sage mal, wenn es im Handbuch steht, warum soll ich es dann nicht nutzen? Ne? Ich kann hier jedoch abweichen, wenn ich das möchte. Ich kann zum Beispiel nur mit 8 Arbeitern auf 2 Feldern arbeiten lassen. Das hat dann natürlich Auswirkungen auf die Kosten. Oder ich sage, ne, ich möchte mit 28 Arbeitern auf 2 Feldern, was natürlich auch total unwirtschaftlich ist, je nachdem. Also, wir haben sie nur 50 Taler. Das heißt, wenn wir mit 10 Arbeitern auf 2 Feldern hier produzieren, dann hauen wir richtig Geld raus. Das wollen wir nicht. Deswegen werden wir auch nicht auf oder nicht mit 5 Arbeitern auf die Felder, sondern mit 10, sondern mit 5 auf ein Feld. Genau, das hätte dann natürlich eine Auswirkung auf die Kosten. Jetzt bin ich nur am Überlegen, wie sinnvoll das Ganze ist. Wir würden für Korn einen Durchschnittspreis von 7 erzielen und für Wolle von 10. Da bin ich ja fast an dem Punkt, dass ich sage, dann wäre es ja fast sinnvoller, wenn wir hier vielleicht Wolle sogar machen. Da ist das Verhältnis 7 zu 1. Also 7 Arbeiter an einem Schaf. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Das Schaf wird sich bedanken. Ich bin auch in der Zeile verrutscht. Genau, ich habe es mir gerade gedacht, das kann eigentlich gar nicht sein. Es ist andersrum. Es ist eine Wolle an, also ein Arbeiter an 2 Schafen. Das wird dann schon eher sinnig. Also ich habe echt gerade gedacht, 7 Arbeiter, das arme Schaf. Nee, das kann nicht stimmen. Da habe ich mich verschaut, da bin ich in der Zeile verrutscht. So, also dann 2 Arbeiter an 4 Schafen, das kommt schon eher hin. Genau, und hier hinten mit diesem Kreuz kann ich sagen, jawohl, Arbeit ausführen oder Arbeit nicht ausführen. In diesem zweiten Slot könnte ich jetzt noch irgendwas anderes produzieren oder aber ich lasse ihn leer. Warum ich das mache, dazu kommen wir später. Hier unten haben wir unseren Wohnsitz, den wir nicht haben. Wir haben also eine Produktion, aber keinen Wohnsitz. Wir haben ein kleines Lager, 15 Quadratmeter Lagerfläche, Holzlager wohlgemerkt. Hier könnte ich Direktoren einstellen, also das ist dann die Automatisierung dieser ganzen Produktion. Hier ist mein Transportkarren, ich habe einen Transportkarren, der kann bis zu 100 Wareneinheiten transportieren. Dann habe ich 0 Schiffe und 0 Ballons, also damit, also Fluggeräte, damit kann man dann auch Waren transportieren. Ist ein bisschen teuer, aber hat den Vorteil, kann zum Beispiel nicht überfallen werden. Und man kriegt halt nicht so viel rein. Ist ja auch irgendwie wieder logisch. Also, wir produzieren Wolle erstmal. Gut, ferner können wir an dieser Stelle noch nicht wirklich viel machen. Wir können ins Hinterzimmer noch kurz schauen. Da kann man sabotieren, anschwärzen, spionieren oder erpressen. Hier am Spielstand, da sehen wir unseren Gegner. Das ist der Ugalf. Das ist, keine Ahnung, was das hier ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Fortschritt oder sowas. Wir haben hier natürlich einen Gegner, der ist erst einmal hier lokal bei uns. Das ist der Richter Ugdalf. Das sieht man auch, der ist rot markiert. Das ist also unser Konkurrent. Dies sind die politischen Positionen, die es in Kronsbach gibt. Allen voran den Bürgermeister. Der ist evangelisch übrigens. Das sieht man an diesem dünnen Kreuz. Wohingegen die mit dem dicken Kreuz, das sind die Katholiken. Der Kämmerer Rudolf zum Beispiel ist ein Katholik. Und die Baumeisterin Daniela, die ist wiederum evangelisch, genauso wie der Ratsherr Norbert, der Ratsherr Boris und der Ratsherr Robert ist dann wieder ein Katholik. Man kann auch in die kirchliche Ebene wechseln. Da gibt es die Domherrin Bertha und den Priester Friedbert und den Balduin, auch mit unterschiedlicher Konfession. So, das ist die politische Geschichte in Kronsbach.
In der Schreibstube kann man das Kreditbuch anschauen, da sieht man dann, ob man Kredite hat, also ausstehend, man hat Schulden, nee, haben wir zum Glück nicht. Hier können wir uns Geld leihen, wenn wir das denn wollen, zu einem geschmeidigen Zinssatz von 24%, ne, ein echter Schnapp. Hier können wir uns auf irgendwelche Ämter bewerben, das geht aktuell noch gar nicht. Hier sehen wir unsere Privilegien, wir können zum Arzt gehen und wir haben das Handelszertifikat Nummer 1. Das bedeutet, wir können mit Korn, Fisch, Bier, Wolle und Holz handeln, sprich produzieren und handeln. Das ist das Anfängerzertifikat. Dann gibt es hier die Gesetze, die gelten für Mittelland und damit natürlich auch für die jeweiligen Grafschaften und Gemeinden. Die Finanzgesetze sind neutral, Kredite sind erlaubt, Umsatzsteuer maximal 15%, Besteuerungen verboten, Kirchenprivilegien und Zollburgen, mehrere Zollburgen, das sind erlaubt. Minimallohn, Söldnerlohn für Arbeiter und Söldner 100%, also quasi so eine Art Mindestlohn hier. Die Talerhöchstgrenze beträgt 500.000. Man darf maximal 10 Faktoreien innehaben und Parks und Ländereien sind verboten. Das hat mit dem Anwesen zu tun. Bei der Justiz ist es so, dass Überfälle, Sabotage und Spionage verboten sind, genauso wie der Waffenhandel. Das Keltern von Wein und das Fischen in Weihern ist erlaubt. Belagerungen von Städten ist wiederum verboten, was ja auch sinnvoll ist. Ne? Das Eskortieren ist erlaubt, Räuberlager sind verboten und kirchliche Stiftungen sind erlaubt. Und in der Kirche ist es so, dass die Religionsfreiheit lästerlich ist. Aha. Ablasswesen ist gottgefällig, das habe ich mir gedacht, also warum nicht mal den Ablass kaufen. Mätressentum lästerlich, Fliegerei lästerlich, Schlösser lästerlich, also im Endeffekt, ja, du darfst kein Schloss haben und gar nichts und keinen Park und keine Länderei. Weltliche Stiftungen sind in Ordnung, Feste sind böse, edle Tuche sowie silbernes Glanzwerk und Schnickschnack sind lästerlich und der maximale Kirchenzehnt sind 15%. Naja, gut. Söldnerlager und Räuberlager, also beziehungsweise hier die Burgen, genau, das sind die. Es gibt drei Burgen: Waldenfels, Hohenfels und Seefels. Das sind in Anführungszeichen die Braven. Und dann gibt es die Räuber, das ist einmal Meucheltann hier drüben. Dann gibt es, ich glaube, Säbeltal oder auch so einer, ne? Genau, richtig, Säbeltal und Dunkelforst. Das sind die Räuberlager, mit denen man Überfälle starten kann und die Burgen sind im Endeffekt so das Pendant auf der anderen Seite, genau. Gut, dann haben wir alles eingestellt, dann würde ich sagen, wir beenden die Runde und starten den ersten Zyklus. Da werden gleich mal die Produktionskosten sowie Löhne abgebucht. So, dann gibt es mal so das eine oder andere Intermezzo. Was haben wir hier auf einem Fest in Falkenhorst? Begegnet ihr Bürger Frankbert, Bürgermeister in Fürstenbrück. Da wir immer mit der neuesten Mode ausgestattet sind, beeindrucken wir den eitlen Faun. Das ist toll. Also wir steigen in seiner Gunst. Das hilft uns bloß nichts, weil der Bürgermeister in Fürstenbrück hat mit uns in Gronsbach herzlich wenig gemein. Also, naja, aber schön, dass wir ihn beeindruckt haben. Gut, wir werden vom Baron Gunther, dem Kellermeister in Bergenhöhe, zu einem großen Fest eingeladen, an dem viele wichtige Amtsträger der Grafschaft Bergenhöhe versammelt sind. Mhm. Und wenn wir so toll sind in unserer Konversation, steigen wir in der Gunst einiger Personen. Gut, es gibt ansonsten keine besonderen Vorfälle in Mittelland. Und dann startet die nächste Runde. Die Produktion war in Ordnung. 75 Wolle haben wir im Lager und wir haben nichts exportiert. Das ist jetzt genau der Punkt, auf den ich vorhin hinaus wollte. Mit diesem zweiten Slot. Hier kann ich nämlich zum Beispiel sagen, verkaufe die Wolle, die du produziert hast, an Ort X oder Y oder wie auch immer. Sehr sinnvoll wäre es natürlich, in diesem Zusammenhang das Zeug dort zu verkaufen, wo es denn nachgefragt wird. Und da könnte man jetzt zum Beispiel hier mal die einzelnen Grafschaften durchschauen. So hier zum Beispiel in Lauenburg ist Wolle nachgefragt. Also lege es ja auf der Hand, dass man das in Lauenburg verkauft. So, das hier oben ist Bergenhöhe, das heißt, da hatten wir ja gerade unseren lustigen Auftritt, unser Fest, wo wir alle mit unserer tollen Eloquenz beeindruckt haben und im Ansehen gestiegen sind. Das nützt uns bloß nichts, denn Kronsbach ist ja in Auental, also in einer anderen Grafschaft. Aber gut, das ist uns in diesem Fall, oder Fürstentum besser gesagt, ist uns in dem Fall dann auch egal. So, gut, also wir verkaufen unseren Blödsinn in Lauenburg, das müssen wir dann natürlich irgendwie dahin transportieren.
Wir verkaufen 100 Volt, nee, nicht 100, sondern 75, denn wir haben ja nur 75 auf Lager. In Lauenburg, da ist es so, zack. Jetzt können wir hier noch sagen, wir verkaufen das Ganze und wir wollen diesen Karren eskortieren. Kostet natürlich Geld. Wenn ich sage, ich will es nicht, kostet es weniger Geld. Also hier, wir haben 556 Kosten. Und wenn ich sage, ich hätte gerne eine Eskorte dabei, kostet es gleich mal ein Huni mehr. Ich gehe jetzt mal ins Risiko und sage, nee, lass gut sein. Wollen wir nicht. Wenn wir das jetzt so machen, kommen wir ins Minus. Weil wir geben 550 aus und haben 400 auf dem Konto. Also jeder, der 1 und 1 zusammenzählt, weiß, dass wir da ins Minus rutschen. Wenn du im Minus bist, ist gar nicht gut. Denn da landet man sehr schnell im Schuldturm, wenn man nicht aufpasst. Deswegen bin ich im Überlegen. Ja, komm, weißt du was, wir nehmen den Kredit auf. Eine kleine Zwischenfinanzierung. Schaut mal, wie da so die Konditionen sind. Der Richter Ugdalf, also unser Konkurrent, bietet uns 250 Taler zu 27%. Nein. Der Ratsherr Norbert aus Kronsbach bietet uns 344 Taler zu 25%. Ja, das machen wir. Okay, das heißt, wir haben knapp 750 Taler. Damit sollten wir das eigentlich stemmen können. So, wir beenden die Runde. Oh. Der Rat der Stadt Kronsbach hat beschlossen, dass ihr, Herr Haubi, euch fortan Bürger nennen dürft. Des Weiteren erhaltet ihr das Vorrecht, euch um Amt und Würden zu bewerben. Mit freundlichen Grüßen, der Eberhard, der Bürgermeister in Kronsbach. Na super. So ein Glück. Und schaut mal, wir haben jetzt noch 62 Taler auf dem Konto. Also die Kreditzinsen sind natürlich ein Witzgeld, aber na gut. Es passiert ja nichts Außergewöhnliches, das ist in Ordnung. So, der Freiherr Helmut Abt in Moringen führt ein Manöver in der Umgebung von Meucheltann durch. Durch unsere harte Hände Arbeit, aha, was die Einwohner in Mortal haben, den wirtschaftlichen Aufschwung, Gut, also der Reichtum hat sich in Mortal gemehrt, das ist toll, da freuen wir uns, super. Gott, die Schafschuhe war normal. Wir haben wieder 75 Wolle und unsere Exporte brachten uns 1350 Taler ein. Gut, das Erste, was wir machen, gleich mal den schimmeligen Kredit zurückzahlen. Zack. Ne, Gottlob, schuldenfrei. So schaut's aus. Gut, jetzt haben wir 1000 Taler auf dem Konto. Jetzt können wir ja eigentlich ganz geschmeidig das weitermachen. So, ich würde sagen, wir erhöhen mal die Produktion. Beziehungsweise Momental. Ist die Frage. Ja. Ja, kommen wir. Wir gehen ein Stück nach oben von der Produktion. Da sollten wir auf jeden Fall noch finanziellen Spielraum haben. Weil es stimmt nicht immer ganz. Also man gibt normalerweise ein bisschen mehr aus. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich dann auch unsere Lagerkapazität benutzen müssen. Denn wir haben jetzt mit... Ja, wir produzieren jetzt dann 50% mehr und aktuell machen wir 0,75. Ja, wir werden übers 1 drüber kommen. Also wir werden jetzt wahrscheinlich einen kleinen Lagerbestand aufbauen. Vermute ich jetzt mal. Oh, wir sind mit 30 Taler im Minus. Gut, da kommt jetzt normalerweise noch kein Schuldenturm. Genau, das ist noch unkritisch. Die Gräfin... Was ist das? Iolande. Ah ja, Bischöfin in Auental segnet die Grafschaft Auental. Das ist aber toll. Gut, die Schafschuhe war mäßig. 115, das habe ich gemeint. Genau, wir können mit einem Karren nur 100 produzieren. Oder nicht produzieren, sondern transportieren. Das heißt, 15 bleiben über. Da müssen wir jetzt dann einfach aufpassen. Also wir müssen hier auf Maximum auf 100 gehen. Genau, wenn ich jetzt die letzten 15 noch mit transportieren wollen würde, müsste ich einen weiteren Karren bauen. Das können wir mal machen. Wir geben mal einen Auftrag. Diese Karren, die haben übrigens auch einen Zustand. Und je länger dieser Karren benutzt wird, desto schlechter wird er vom Zustand. Und wenn man diesen nicht repariert, dann fällt er irgendwann auseinander und ist kaputt. Und du ärgerst dich, dass du ein Transportmittel verloren hast. Ist dann natürlich ein bisschen doof. So, wie sieht's aus hier in der... Gemeinde Kronsbach, der Richter Ugdalf, immer noch unser Konkurrent, treibt sein Unwesen nach wie vor. Gut, wir können im Moment nicht wirklich viel machen, außer erst einmal schauen, dass wir einen gewissen Kapitalstock aufbauen.
und hoffen, dass wir nicht überfallen werden. Genau, das kommt auch noch hinzu. Bis jetzt hat es funktioniert. Okay, wir hatten eine gute Schafernte, also in Anführungszeichen die Wolle natürlich, die Schafschuhe. Die Exporte brachten 1800 Taler in die Kasse und wir sind jetzt schon bei 15% Auslastung. Und ihr seht hier, wir haben im Lager jetzt den Zustand des Karrens 96. Genau, das ist, also wir müssten normalerweise, jetzt gerade mal schauen, da haben wir zwei. Wir reparieren mal einen Karren, der andere ist ja neu gebaut, der sollte eigentlich noch frisch sein. Da können wir dann die 100 Wolle wieder verkaufen. Ja, ich kaufe noch nichts. Ne, wir machen noch mal eine Runde. Wir machen noch mal eine Runde. Nichts Besonderes. Sehr gut. Okay. Meldung für die Einführung von Importzöllen lassen die Preise für Rind in allen Städten steigen. Na toll. Normale Schafschuhe, 120 Wolle, Exporte 1800. Gut, also läuft. Heißt, wir können jetzt hier eigentlich unseren zweiten Karren an den Start bringen. Genau. Jetzt haben wir natürlich keinen mehr, ist logisch. Also keiner in Reserve, dafür werden wir alles los. Jetzt kommt dann auch schon der Moment, wo es sich eventuell wo es sich lohnen würde, das Ganze zu bewachen. Jetzt wird es natürlich noch teurer, weil du pro Karren quasi einen Kostentreiber von 100 Talern hast. Und jetzt haben wir zwei Karren, jetzt kostet es 200, aber du transportierst halt jetzt auch schon ein bisschen mehr. Und mittlerweile hat das, was wir da transportieren, schon einen gewissen Wert. Also könnte man sagen, ja, weißt was, komm, wir schicken da eine Eskorte mit, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Oder um uns etwas abzusichern, besser gesagt. Der Fürst Bernward, Großkanzler in Mittelland, führt ein Manöver in der Umgebung von Seefels durch. Und Ratsherrn in Kronsbach wird gewählt nächstes Jahr. Das ist doch schön, da können wir uns gleich mal bewerben. Mäßige Schafschuhe, die Exporte brachten 2800 Taler. Jetzt blicke ich mal wieder kurz ins Handbuch und schaue nach, wer denn den Ratsherren ernennt in der Stadt. In diesem Falle ist es so, dass die Position des Ratsherren oder der Ratsherren gewählt wird vom Baumeister, dem Richter und dem Kämmerer. Könnte man natürlich mit der einen oder anderen finanziellen Zuwendung sich hier vielleicht eine bessere Ausgangssituation verschaffen. Wir wissen aber, dass die Gesetze, die Bestechung, wo ist es denn hier? Bestechungen sind verboten. Das heißt, wenn wir jetzt zum Bestechen anfangen, ist das eine strafbare Handlung. Und wenn unser Konkurrent zum Beispiel einen Spion auf uns angesetzt hat und das dann rauskommt, dann könnte er uns vor den Kadi ziehen und uns verklagen. Passenderweise ist er selbst aktuell in Amt und Würden des Richters, was jetzt unsere Chancen zum Prozess nicht unbedingt verbessern. Ihr versteht, was ich meine, denke ich. Okay, so. Jetzt seht ihr hier, dass bei unserem Verkauf in Lauenburg das Kreuz weg ist hier. Ja, das liegt daran, dass wir nicht so viel produziert haben, wie wir gerne verkaufen möchten. Deswegen müssen wir hier eine Anpassung machen. Und so funktioniert es wieder. Ja, das ist je nachdem, wie halt die Produktion ausfällt, muss man hier eventuell nachjustieren. Wir haben aber gesehen, was uns das kostet, also 1300. Rechnen wir mal mit 1500, die rausgehen beim Tempel. Dann bleiben uns hier immer noch 2000 Taler übrig, die wir investieren könnten in unsere politische Karriere. Wir wollen uns definitiv bewerben. Und wir haben zwei Konkurrenten, einmal die Maria und einmal den Ronald. Ja, dann hoffen wir doch mal, dass wir da etwas besser abschneiden. Da ist die Konkurrenz. Wir werden erstmal den Kämmerer bestechen. Dem werden wir erstmal 500 Taler zukommen lassen. Das hat ein bisschen was gebracht. Ich weiß nicht, ob es viel gebracht hat. Vielleicht mal schauen. Keine Ahnung, wie viel das hilft. Aber ich würde sagen, wir sind ihnen nicht ganz egal, oder? Wir haben jetzt 1000 Taler investiert und hoffen einfach mal, dass diese Zuwendung reicht. Wir können noch in die Kirche gehen. Vielleicht noch kurz beten, genau, holy. Und vielleicht noch Spende fürs... Nein, keine Spende, nein, das ist mir zu viel. Oder einen Ablass kaufen. Nee, brauchen wir auch nicht. Oder Kerzen stiften. Kerzen stiften, ja, es werde Licht. Ah, wunderbar.
Es werde Licht, meine Damen und Herren, genau. Bei mir wird nur das Haar Licht, je älter man wird, aber das ist, glaube ich, was anderes. Gut, dann beenden wir die Runde und schauen mal. Wir decken einen Diebstahl beim Edelmann Achim, Priester in Fürstenbrück, auf. Er ist uns dankbar, das ist toll. Ein gut gekleideter Händler betritt unser Konto. Ah ja, hier heißt es auch Konto. Okay, bitte um eine Unterredung. Es ist der Michael. Ein Freund in Lichterheide hat ihn gebeten, mit uns bezüglich eines Geschäftes Kontakt aufzunehmen. Aha. Wenn ihr bereit wäret, 4 Jahre hintereinander in Lichterheide jeweils mindestens 604 Einheiten Korn zu verkaufen, so ließe das sein Freund sich das 2100 Taler kosten pro Jahr. Was? Ach, und wenn wir es nicht machen, dann wird eine Vertragsstrafe fällig. Ja, nein, das machen wir nicht. Nein. Das machen wir nicht. So, jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt wird's spannend. Um das Amt als Ratsherr in Kronsbach bewerben sich die Marie, der Ronald und der werte Haubi. Der Baumeister Paul stimmt für die Marie. Ja, Sapperlot, ich will mein Geld zurück. Und der böse Konkurrent ebenfalls. Und oh mein Gott, das war nix. Die Marie, die Ratsfrau, die Edelfrau Marie, Ratsfrau in Kronsbach. Tja, da hätten wir uns die Bescherung sparen können. Das ist natürlich wieder blöd. Oh, jetzt habe ich es versehentlich weggeklickt, sorry. 2700 kamen zumindest durch Exporte rein. Aber das ist jetzt wieder maximal ärgerlich. Das Geld rausgedübelt. Bloß, weil der gespässige Baumeister Paul zu blöd war. Aber also, ne? Die Mary. Naja, wenigstens ist sie katholisch. Immerhin, ne? Na gut. Sind wir nicht nachtragend? Doch, wir sind nachtragend. Aber wir erhöhen mal die Produktion hier. 5 Arbeiter an 2 Schafen. So, in der Zwischenzeit vielleicht mal kurz nochmal ein bisschen die Gegend abchecken. Ob es irgendwo anders noch Wolle nachgefragt ist. Oh, in Greifenheim gibt es Wolle. Oder ist Wolle nachgefragt. Und der Reichtum der Stadt ist etwas höher. Könnte ich daraus schließen, dass da bessere Preise gezahlt werden? Ich weiß es nicht, vielleicht. Wir können es mal ausprobieren, indem wir sagen, komm, wir verkaufen das in Greifenheim. Warum nicht? 2200 Taler verlassen unseren Geldbeutel. Durch die Lektüre des Buches Almanach der Irrelevanz gelingt es euch, eure Erfahrung über die Produktion von Wein ein wenig zu steigern. Unglaubliche Dinge geschehen. In ihrer Freizeit bauen eure Arbeiter die Holzlager in Kronsbach zu Steinlagern um. Sehr gut. Versteigerung 1611. Aha, Ratsherrn in Kronsbach. Jawohl, da können wir uns gleich wieder bewerben. Keine besonderen Ereignisse. Schlechte Schafschuhe. Exporte 2800. Ja, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Das stimmt. Bei der Produktion ist hier oben diese Klammer, wie ihr hier seht. Die ist mittlerweile bei Wolle ein bisschen weiter geschlossen als hier zum Beispiel beim Korn. Diese Klammer hier, die schließt sich am Ende nahezu zu einer Ellipse. Und diese Klammer zeigt im Endeffekt die Produktionserfahrung, die man selbst hat. Und wenn man regelmäßig irgendwas produziert, dann steigt eben diese Erfahrung und dann bekommt man da halt ein bisschen mehr raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Direktor einstelle, der bringt auch eine gewisse Erfahrung mit. Wenn ich zum Beispiel einen Direktor einstelle, der Erfahrung in der Produktion von Silber hat oder sowas, dann würde der hier drüben diese Erfahrung bei Silber pushen. Würde mir momentan nichts nützen, ist klar, weil ich kein Silber produzieren darf. Aber nur mal so, wenn ich sowas machen würde, kann man mit dem Direktor hier vielleicht das ein oder andere effizienter gestalten. So, also bewerben muss ich mich noch, fällt mir gerade ein, in Kronsbach. Was sagt die Konkurrenz? Der Wolfgang, der Johannes und der Otto, das ist toll. Oh, die Mary ist schon wieder ausgeschieden, wie es aussieht. How long comes Mary? Mhm. Gut, also dann geben wir nochmal 300 Gold aus. Taler, wie auch immer. Um unsere Chancen vielleicht diesmal ein bisschen zu verbessern. Und hoffen, dass sie uns diesmal
berücksichtigen, was für die Mitgift einer entfernten Verwandten fielen 192 Taler an. Was? Das ist unglaublich. Jetzt muss ich auch noch Mitgift zahlen. Verlauste Verwandtschaft. Also, drei Konkurrenten. Baumeister Paul stimmt für den Wolfgang. Ja, Sackelzement, Leute, sage ich. Der Ogdalf für den Johannes. Und der Rudolf für den Haubi. Ja, der Rudolf, der weiß halt, was gut ist. Und das Los entscheidet für Wolfgang. Ja, Sackelzement, Leute. So eine Scheiße, die nächste Kohle rausgebügelt. Naja, es soll nicht sein. Es ist ein Zeichen, ein Omen, werte Freunde. Ein Omen, das uns sagt, an dieser Stelle ist Schluss für heute mit den Fuggern 2. Genau so sieht's aus. Im Jahre 1609 verabschieden wir uns für heute. Und ja, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.